Nein, 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 nein. Das kann nicht sein, dass der Herr Ramon ein Werwolf ist. Nein. Das geht einfach nicht. Nein, das kann nicht sein. Nee, ich kann das einfach nicht glauben. Nein, das ist... Oh, meine Güte, was... Die ganze Stadt... Ja, was heißt die ganze? Ein Drittel der Stadtwache ist infiltriert. Das kann nicht wahr sein. Nee, nein. Das geht einfach nicht. Ich muss definitiv eine Lösung finden. Ich verziehe mich erstmal ins Holzfällerlager. Beziehungsweise ich schaue, ob der Herr Darko mal da ist. Der soll mir da immer noch was entwickeln. Oh, habe ich die Dinge jetzt dabei? Entwickeln. Ja! Hallo, Herr Darko. Hallo? Mist, ich muss gucken, ob der Herr Melvin da ist. Herr Melvin, hallo? Warum? Herr Melvin? Was? Wer angelt denn dort? Der Herr Darko! Hallo. Hallo. Oh, und ist das Angeln erfolgreich? Ja, ich krieg Fäden, verrottetes Fleisch, alles, nur nicht das, was ich will. Oh, okay, Fäden können Sie gerne mir geben. Ich habe aber ein Anliegen an Sie. Und ja. Zwar habe ich von diesen schwarzen Kreaturen solche Perlen bekommen. Wenn man die wirft, dann taucht man ja an einer ganz anderen Stelle auf, wo die aufkommen. Dafür ziehen sie ein, aber Schaden. Also man kriegt ordentlich einen Kopfschmerzen. Naja, wenn man in der Luft irgendwo rauskommt und runterfällt. Aber ich dachte mir vielleicht, Sie sind ja Forscher, Entwickler, Techniker. Ob Sie daraus vielleicht irgendwas machen können, dass man in den Häusern von unten nach oben und von oben nach unten in den Stockwerken hin und her fahren, reisen kann. Schon auf die Art und Weise, dass man hin und her geschickt wird oder eine durchgängige Reise? Nee, das ist ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was sie da rausbekommen, wenn ich mich da auf sowas stelle oder drunter stelle und in das Stockwerk über mir möchte, dass ich da hinkomme irgendwie. Mhm. Sie wissen ungefähr, was ich meine, hoffentlich. Was ich meine, weiß ich, aber mir fallen noch keine Ideen dazu ein. Weil ich muss den Dreck aus meinem Haus loswerden und ich denke mal, so ein Gerät zum Hoch- und Runterfahren ist einfacher, als wenn man irgendwo eine Leiter hochkraxeln muss oder eine Treppe steigen. Mhm. Ich würde ihm die 4 Perlen mal zu Testzwecken dalassen. Vielleicht kriegen sie ja irgendwas hin. Da hätte ich dann noch 2 Fragen. Ich habe für sie die Blumen gesammelt, die sie haben wollen. Ja. Und wie weit sind sie mit dem Holz? Weil ich hätte gern auch ein Haus. Brauchen sie direkt Stämme oder Bretter? Stämme. Ich brauche die Stämme. Stämme. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe hier jetzt noch 6 Haufen Stämme im Rucksack drinne. Schwarzeichenstämme. Ja, das sind die doch. Ah. Ja gut, 6 Haufen brauche ich zwar jetzt nicht, aber ja. Moment, schwarz. Schwarzeiche, ist das nicht dunkler? Geben Sie mal. Das ist doch von den Tannenbäumen. Stimmt. Hä, das sieht jetzt bei der Dunkelheit irgendwie. Ja, dann kann ich aber trotzdem direkt loslegen, denn ich weiß, wo ein kompletter Wald davon ist und bei mir auf dem Holzfällergelände stehen ja auch 2 oder 3 Bäume. Genau, die habe ich schon gesehen. Ja, ich muss sowieso ins Holzfällerlager, ich habe so viel Holz bei mir, ich muss das erstmal leer räumen.
Können Sie kurz zu mir kommen wegen dem Blumen? Ja, können wir machen. Gehen. Ach, da stehen sie. Ich habe jetzt hier zwei und ein bisschen. In Ordnung, wenn wir das gegen diese komischen Perlen tauschen? Da brauche ich sie die nicht zurückzahlen. Ja, können wir so machen. Okay. Und zur Info, gestern Abend habe ich beobachtet, wie sich drei Personen in der Stadt zu Werwölfen verwandelt haben. Seien Sie bitte auf der Hut. Immer wenn Vollmond ist, ich verziehe mich. Gut, denn unter der Erde. Ich möchte nicht, dass noch mehr gebissen werden und sich verwandeln. Und ja. Ja, ich und der Herr Magier, wir sind da schon am Tüfteln und Werkeln, dass wir eine Lösung finden für dieses Problem. Durchaus verständlich. Okay, wie viele Stämme brauchen Sie jetzt? Wie viele Haufen? Zwei, drei. Zwei, drei, okay. Dann versuche ich mich zu beeilen. Vielleicht klappt es die Nacht noch. Und ich melde mich dann wieder. Herzlichen Dank. Alles klar, dann noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah, die Aufgabe habe ich ja total vergessen. Das muss ich ja auch noch machen. Oh mein Gott, ich muss erstmal hier alles loswerden, was ich an Holz mit mir rumtrage. So, dann werden wir jetzt mal ganz schnell für den Herrn Darko das Holz holen. Ja, das müsste eigentlich alles reichen hier, wenn so zwei Stapel. Ja. Entschuldigung, kaufst du zufällig Fäden? Ich nicht, aber der Herr Nick ist das, glaube. Der braucht okay. Die für seine Luftfahrtschiffe. Okay, danke schön. Na da. Ich werde mich jetzt noch mal kurz aufs Ohr hauen. Denn, ja, die Nacht durcharbeiten ist ja doch ganz schön anstrengend. Ja, was gibt's denn? Was kostet mich das denn? Verrechnen Sie es mit diesen Dingern zum Hoch- und Runterfahren. Einfach und dann. Okay. Wir werden uns im Nachhinein und später auch schon einig werden. Ja, gut. Mach ich. Okay, bitte. Oh, oh, oh. Ich. Was schleichen Sie so um mein Haus herum? Ich wollte genau zu dir. Was wollen Sie denn? Angenommen, es gibt Werwölfe, die keine Werwölfe sein wollen. Ja. Was müsste man denn da machen? Euch enthaupten lassen. Geht das auch harmloser? Es gibt eine Möglichkeit, aber die ist noch in der Testphase. Oh. Und da muss ich aber erst mit ihrem Magiemeister noch drüber reden. Okay. Und ich als Oberhaupt der Stadtwache verbiete ihnen in der Stadt Magie anzuwenden, vor allem gegen die Stadtwache. Okay. Und ja, angenommen, ich werde von einem anderen Spieler attackiert. Dürfte ich mich dann zur Wehr setzen? Mit den Fäusten ja, und danach kommen sie zur Stadtwache. Dann wird das bei uns geklärt. Was ist, wenn ich getötet werde? Ich verliere ja voll viel. Dann kommen sie erst recht zur Stadtwache. Das Gerichtsgebäude befindet sich im Bau bzw. in Planung. Es kann dann auch zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Okay.
Es ist ja nicht so, dass wir hier wie die Hinterwäldler leben und alles mit Schwert und Schild austragen. Außer gegen Ja, Werwölfe. das ist schon sehr logisch. Okay, Und ich dann denke, dann. ja, ich denke auch mal nicht, dass wenn Sie Magie gegen jemanden anwenden, dass Ihr Meister das vielleicht sogar noch gutheißt. Okay. Ich habe eine kleine Frage an dich so. Hast du einen verzauberten Bogen? Nein, da mir der Herr Magiemeister Melvin noch keinen verzaubern konnte. Und was möchten Sie dafür? Die Erlaubnis, eine Axt zu benutzen, für dass ich dass ich bestimmte Magieholz abbauen darf. Bei dieser kleinen Blume da oben, Ja, was genau. gest das war doch gestern Abend schon da. Ja, aber dann muss ich erst die Erlaubnis fragen, ob ich eine Spitzhacke benutzen darf. Ja gut, solange Sie damit nur das Magiezeug abbauen, ist das kein Problem. Okay, gut. Dankeschön. Okay, danke für den Bogen. Hi. Hallo. Ich sortiere gerade ein bisschen aus. Okay. Ja. Kurz zur Info, als Sie gestern Abend geschlafen haben, haben sich mitten in der Stadt drei Personen zu Werwölfen verwandelt. Ja, ich habe diese dann gejagt und konnte einen auch weitestgehend aufhalten und niederstrecken. Allerdings seien Sie bitte auf der Hut vor dem Herrn Olaf, dem Herrn Seibert und dem Herrn Ramon. Den Herrn Tobias. Ja, es sind definitiv Werwölfe oder wie? Ja, die haben sich vor meinen Augen verwandelt und sind dann, als ich ihnen hinterher bin, feige wie diese Drecksköder sind weggerannt. Aber zu dritt wären die doch überlegen, ihnen gewesen. Ja, das dachte ich auch, aber ich weiß nicht. Die sind einfach nur feige. Wenn die vor mir schon wegrennen. Auf jeden Fall seien sie auf der Hut, der Herr Magiemeister Melvin und ich. Wir sind da auch schon am Tüfteln, was wir gegen diese Pest machen können. Okay. Weil wir diese einfach nicht in unserer Stadt wollen. Okay. Falls ihnen was merkwürdig erscheinen sollte, falls Tiere abhanden kommen sollen oder falls ihnen irgendwas sagen sollten. Kommen Sie sofort zur Stadtwache. Werde ich machen. Alles klar, dann. Ich habe Ich gerade habe noch noch ein. Ihren Topf. Oh, so, sehr schön. Und ich habe gerade einen Karnickel erlegt. Das Fleisch können Sie haben. Dankeschön. Möchten Sie irgendwas für den Pott haben? Diese eine Rüstung da wäre das. Okay, ja, ich muss die Pflanzen jetzt erstmal noch anbauen. Ich muss erstmal gucken, wo ich das mache. Aber die erste bekommen Sie definitiv aufs Haus. Okay, Dankeschön. Gut, haben Sie sich schon haben Sie sich schon überlegt, wegen dem Stadtwachenhaus? Ja, ich habe mir auch schon so einen groben Plan im Kopf, wie das aussehen soll. Aber ich weiß nicht, ob da drei Luftschiffe draufpassen und ob der Platz reicht, wo ich den Tisch hinbauen will. Und Naja, derzeit sind wir ja nur zu dritt in der Stadtwache, also so ein allzu großer Tisch muss es nicht sein. Ja, ich lasse mich überraschen. Okay. Alles, was Sie an Materialien brauchen, da geben Sie uns Bescheid und wir besorgen das dann. Okay. Gut, dann erstmal noch einen schönen Tag. Ebenso. Ach, nee, Ja. eine Bitte hätte ich noch. Verkaufen Sie mal was anderes zu essen. Bin ich dabei. Alles klar. Tschüss. Ich komm mal runter. Oh, mein Luftschiff. Ich brauch Geld. Wo ist mein Geld? Scheiße. Hab ich so viel Geld? Muss reichen.
Ike, hilf mir bitte. Das Monster greift einen unserer Freunde an. Ich glaube, ihr Luftschiff ist fertig. Kann man hier Holz kaufen? Ja, natürlich. Da sind Automaten. Auch Stämmeholz, also normal so ein Stack Stämme oder so. Ja. Wie viel kostet so ein Stack Stämme? 16 sind 2, 1, 4 Iron Coins. Ja, da hat er Pech. Ja, super! Fliegen Sie mal hinter meinem Haus, da ist ein kleiner Garten, da können Sie ganz in Ruhe landen. Okay. So, jetzt. Ja. Da du mir viel gegeben hast. Ja. Nur 30 Coins. Da. Danke. Rest ist Trinkgeld. Oh, okay. Oh. Weißt du, warum die Fische, die diese Dinge geben, ungefähr 2000 Meter, also 2 Kilometer in die Richtung, wo ich hinter einer Wüste lebe? Ansonsten nirgends. Nee, das ist... Was sind das überhaupt für Tiere, die das geben? Da sind so... Da gibt es einen Ozean, also so ein große Pfütze mit Wasser, sehr große Pfütze mit Wasser. Okay. Und dort leben so Fische, die... Ich habe leider keins mitgenommen, weil ich habe einen Ort gefunden, wo viele Sachen lagen, zum Beispiel das da. Ein tolles Ding. Ja. Und sehr viel cooles Essen. Keine Ahnung. Ja, und die leben in dieser großen Pfütze und die geben schwarzen Schwarzstoff, wenn man sie tötet oder wenn du die schlägst, dann machen sie das in dein Gesicht. Okay. Ja. Da muss ich mal in die Richtung wandern gehen und gucken. Ja, aber da ist eine Wüste und dort ist nichts. Okay, ciao. Alles klar, tschüss, danke. Ich hab mein Flugschiff. Geil.